Ich bin kein Mann mit großen Ideen oder ich mache die Dinge und damit hat sich's. Und das sind dann sicherlich auch so Parallelen zur Musik, die mehr aus dem Bauch als aus dem Kopf kommt. Diese Geschichte hier zum Beispiel kam natürlich sehr überraschend, weil der Albert rief mich an und fragte, ob ich Lust hätte. Und da man ja mal Zeit hatte, konnte man auch gleich Ja sagen. Denn sonst bin ich mit Ausstellungen im Laufe der Jahrzehnte sehr sparsam gewesen. Bei aller Bescheidenheit weiß ich auch, dass ich ein paar ganz gute Dinge hier an den Wänden habe oder auf dem Tisch. Also insofern gucke ich mir das ganz relaxed an. Und sag mal, ich habe auch immer nur zur Ausstellung Ja gesagt, wenn mir die Leute gefielen und die Örtlichkeiten in Ordnung waren. Sonst aus lauter Spekulation oder ich muss jetzt berühmt werden oder Geld verdienen. Das ist ja eh alles relativ. Das war und ist nicht mein Naturell. Ich Muss muss ich ja auch nicht, muss ich nicht nicht reinbegeben. Serien fabrizieren. Du siehst ja durch, also wenn du mal die letzten 10 Jahre deinem Katalog vor Augen hast, ich mache eigentlich immer das, wozu ich Lust habe, was da ist. Und ich, also durch all die Jahrzehnte gehen natürlich so die Vorliebe für Kisten und Kästen und verschiedene Materialien und so weiter, die einzuordnen. Okay, aber ich male genauso gerne inzwischen mein kleines Aquarell oder mache meine Holzschnitte. Ich bin da auch nicht auf der Suche nach Erfolg oder eine Position innerhalb dieses ganzen Geschehens zu erwischen oder so, das ist mir ziemlich egal. Und das Gute an der Kunst ist, du machst sie ja allein in deinem Studio und wenn du mit irgendwas nicht zufrieden bist, kommt es in den Ofen. Und insofern ist das, was übrig ist von den ganzen, ich habe ja über die ganzen Jahrzehnte immer was gemacht, was da übrig ist, da kann ich auch durchaus hinterstehen. Es ist auch viel verloren gegangen, was ich zum Teil bedauere. Aber das, was da ist, da stehe ich schon voll hinterher. Ich bin kein Mann von Archivierung und solchen Dingen. Das heißt, Dinge beim Umziehen oder so. Auf einmal verschwanden ein paar Dinge. Und im Endeffekt geht es ja sowohl bei diesen Dingen hier, als auch an der Musik ein bisschen ein paar Geschichten zu erzählen. Und man muss es eben, man muss als Betrachter oder als Zuhörer auch die Bereitschaft mitbringen, da sich darauf einzulassen und ein bisschen auch Eigenfantasie zu entwickeln und seine eigenen Geschichten draus zu machen. Ich bin ja Autodidakt, musikalisch auf jeden Fall. Ich habe nie einen Lehrer gesehen. Ich habe also alles, was ich weiß,
mir selbst rausgefummelt und zusammengesucht. Deswegen spiele ich ja sicherlich Saxophon ein bisschen anders als die meisten anderen Leute. Und mit der Kunst ging es mir einfach auch so. Ich habe immer mich an Materialien bedient, die einfach da waren. Und weil in frühen Zeiten zum Beispiel gab es kein Geld für teure Leinwände. Das sind die beiden, die du hier siehst, die beiden Zeppeline zum Beispiel, sind auf Sackleinwand gemalt, die ich von irgendeinem Sackproduzenten mir besorgt hatte und so weiter. Also es, und vieles von den Kisten und Kästen, das sind Bestandteile des Alltags, die sich irgendwie anfanden und so weiter, die ich dann einfach benutzt habe. Und ja, das ist einfach so, mit dem, was man hat, einfach arbeiten und mal gucken, was draus wird. Und wenn es nichts wird, wie gesagt, in den Müll. So Leute aus der Musik wie Don Cherry oder Steve Lacy, aus der bildenden Kunst, mein ganz wichtiger Mann für mich war Namjoon Paik, mit dem ich das Vergnügen hatte oder für den ich ein bisschen gearbeitet habe. Und so die ganzen Begegnungen mit auch den älteren Jazzmusikern, da kann man oder konnte ich eine Menge von lernen auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, was ich lernen konnte. Die haben mir immer gesagt, ich wurde ja ziemlich angefeindet in den ersten Jahren. Das ist keine Musik, das ist... Und dann so einen Mann wie Don Cherry zu haben oder Steve Lacy zu haben, die sagten, Holzmann, mach deinen Kram, mach es einfach. Und das tut einem als junger Mann natürlich ganz, ganz gut. Also was für mich wichtig war, eigentlich immer doch die richtigen Leute getroffen zu haben. Also zum Beispiel eine Nacht mit Eric Dolphy in Wuppertal in der Kneipe und zum Beispiel, wo man so viel auch persönliche Dinge erfährt, die nirgendwo geschrieben stehen, die aber von denen man für sich selbst ungemein viel lernen kann. Oder auch diese ganzen langen Jahre, die ich jetzt mit Hamid Drake, dem Trommler aus Chicago, zu tun habe, wenn wir mal Zeit haben, wenn wir mal zusammensitzen, zu erfahren, Familiengeschichte oder überhaupt, wie die Leute zur Musik gekommen sind. Heutzutage ist es bei uns ja so eine furchtbar akademische Angelegenheit geworden. Aber Musik und Musiker sein in früheren Zeiten bedeutet, man ist irgendwie dazu gekommen. Und das, was ich auch meine mit dem Guts, dass die Musik wirklich von unten, von innen rauskommt und nicht von 5 Semester Musik studieren. Das war mir immer das Wichtigste. Und da habe ich doch die richtigen Leute getroffen, die mir ein bisschen was erzählen konnten. Aber es gibt keinen Moment, wo ich sagen würde, okay, jetzt will ich dahin, weil ich den und den gehört habe. Das nicht. Ich wusste eigentlich von früh an, was ich nicht wollte. Wohin die Reise ging, das erfährt man dann später. Aber du musst bedenken, wir haben den ganzen Kram angefangen, Anfang der 60er Jahre. Und da waren die Dinge so genormt und auch der ganze Kunstbetrieb. Es gab ja nicht umsonst zum Beispiel die Fluxusbewegung, die sich unbedingt absetzen wollte von dem ganzen offiziellen Kunstbetrieb. Und das kam mir natürlich
sehr entgegen, weil ich mit dem ganzen etablierten Kram nichts zu tun haben wollte. Nicht? Das heißt, man machte seine eigene Plattenlabel auf, man veranstaltete selbst die Konzerte, man versuchte ein Netzwerk aufzubauen mit Kollegen in anderen Ländern, wie für uns hier in Europa, was eben Holland und England, Skandinavien hauptsächlich. Das waren so die wichtigen Dinge. Und dass wir, wenn ich zum Beispiel mal ein paar Saxophonkollegen europäische nenne, wie Willem Breuker oder Evan Parker, dass wir zu dem Zeitpunkt alle dasselbe wollten, jedenfalls was anderes als da war, das war natürlich, da bildete sich eine ungemeine Solidarität auf. Nicht? Und das waren Jahre der Zusammenarbeit, die auch heutzutage nicht mehr stattfinden in dem Sinne. Weil es gab wirklich einen naiven Wunsch, die Welt zu verändern. Dass das nicht so einfach ist, haben wir dann auch schnell gemerkt, jedenfalls die meisten von uns. Und manche sind dort durchaus dran zerbrochen. Aber du lernst ja, wenn du unterwegs bist, lernst du ganz schnell pragmatisch zu sein. Du musst mit dem vorlieb nehmen, was da ist. Wir hatten ja auch was, wogegen wir kämpfen wollten, alle gemeinsam. Nicht? Das war ich als in den Krieg geborenes Kind musste erstmal lernen, was ist eigentlich passiert. Und da man keine Antworten von Lehrern und Eltern kriegte, muss man sich das selbst zusammensuchen. Und ich war froh, wenn die ersten Kontakte waren natürlich zu meinen holländischen Kollegen, erstmal Malerkollegen, aber später dann auch die Musiker, von denen man dann andere Sichten lernen konnte. Und das ist ja immer eine ganz wichtige Angelegenheit, die Dinge nicht nur zu betrachten von seinem eigenen kleinen Standpunkt, sondern die Dinge auch von vielen Seiten zu betrachten und damit auch eine gewisse Distanz zu dem, was man selbst macht, herzustellen. Und die Distanz finde ich eine ganz wichtige Angelegenheit. Ich wage nicht, mir vorzustellen, was ich tun würde, wenn ich jetzt 30 wäre oder so. Keine Ahnung. Ich mache auch keinen Vorwurf. Ich finde eigentlich ganz gerne für mich raus, wie ging das damals, was würdest du heute machen? Dinge, die mir wichtig sind in meiner, sagen wir mal, Werteskala, die existieren für jüngere Generationen nicht oder spielen keine Rolle. Aber Distanz zur eigenen Arbeit, finde ich, ist eine generelle Tugend, die eigentlich da sein muss. Und da komme ich auch wieder auf ein paar Leute aus den ganz frühen Zeiten zurück, wie Nam June Paik, der mich immer fasziniert hat, weil er das, was er machte. Wir haben oft nach den Ausstellungen zusammengesessen, noch das letzte Sixpack getrunken und Paik hat dann immer ein gewisses Lächeln gehabt. Er wurde ja langsam auf dem Wege, war ja richtig ernst genommen zu werden. Und er hat immer gesagt, okay, take it easy.
Nicht? Also, was die mal macht. Was nicht heißt, dass man nicht ehrgeizig sein sollte und muss. Und auch manchmal sehr egoistisch. Das gehört aber auch dazu. Also ich will nicht übertreiben, aber das war immer ein Punkt, der ganz wichtig war. Vor allen Dingen, gerade bei der Musik ist es ja so, wenn das Konzert vorbei ist, ist die Arbeit vorbei, ist das, was du getan hast, irgendwo in the air. Und dann musst du mal gucken, was hast du dann an diesem Tag eigentlich für einen Blödsinn gemacht. Nicht? Du kannst es ja nicht zurücknehmen. Du kannst eben die Musik nicht in den Ofen schmeißen. Und insofern muss man da immer ganz genau hingucken. Es war eigentlich ein furchtbares Jahr. Es geht ja jetzt schon länger. Mein letztes Live-Konzert war mit Heather Lee in Athen. Vorletzten Februar in Athen. Und dann auf einmal, ich war noch nie in meinem Leben an einem Stück so lange an einem Platz. Ich auch. Das ist wirklich ganz, ganz ungewöhnlich und auch nicht unbedingt sehr inspirierend. Also ich habe natürlich versucht, ein bisschen zu arbeiten, bin auch sicherlich beschäftigt mit meinen Hörnern, aber es ist einfach nicht das, was zu meinem Leben bisher jedenfalls passte. Und ich weiß nicht, der Konzertbetrieb, ob und wann er weitergeht, weiß der Teufel. Ich kriege zwar die ersten Angebote, die ersten Konzerte, die wieder im Lauf des späteren Jahres stattfinden, aber ich denke, es wird erst wieder weitergehen, richtig, sagen wir 22. Und dann mal gucken. Ich meine, ich bin, wie du ja weißt, nicht mehr der Allerjüngste. Und die Gesundheit ist auch nicht die allerbeste. Also wenn du dein ganzes Leben lang immer nur gucken musst, wie geht's denn weiter, wie kann das kleine bisschen Zukunft aussehen, dann spielt Geld eine alltägliche große Rolle. Und ich war in der glücklichen Lage, vor Covid-Zeiten habe ich unglaublich viel gearbeitet. Also konnte mir auch tatsächlich mal als Musiker ein bisschen Polster auf die Bank setzen. Aber und deswegen kann ich auch dieses Jahr ohne Konzerte bisher auch ganz gut überstehen. Aber irgendwann geht auch das zu Ende. Dann kann man wieder gucken, wo man bleibt. Also das ist so. Und wenn du weißt, wie die Gagen im Musikbusiness, also gerade in unserer Branche sind, dann kannst du dir auch vorstellen, dass da nichts von übrig bleibt. Ja. Das sind ja nicht die Summen, die in der bildenden Kunst gehandelt werden oder so. Nicht. Das sind ja nur Peanuts in dem Fall.
halt für so einen Quatsch. Und wenn ich auch, dass mich dieses ganze überheizte Angelegenheit, Black Lives Matters und all diesen Scheiß, oder Me Too und all sowas, das ist eine Welt, die ist nicht meine. Und ich kämpfe mein ganzes Leben lang mit der Musik und mit den anderen Arbeiten für eine gewisse Freiheit, und die Freiheit sollte da sein für jeden. Wie man es erreicht, schwierig genug, aber ich sehe auch in all diesen Bewegungen ungemein viel Missbrauch. Und also insofern interessiert mich das einfach nicht mehr. Ich bin auch tatsächlich mal, kann ich sagen, zu alt dafür. Ich meine, ich habe mit den ganzen schwarzen Amerikanern gespielt. Ich habe mit denen getourt und ich kann dir erzählen, mit zwei Schwarzen an deiner Seite in Südstaaten von Amerika rumzutouren, da merkst du schon, was los ist. Also insofern ist die Musik ja das einzig richtig gute, praktische Beispiel, wie es gehen kann. Nicht? Man muss es bloß tun. Und das ist ja das Gute an der Musik, dass du lernst, auch die Dinge von allen möglichen Seiten zu betrachten. Und du machst Erfahrung, wenn du mit schwarzen Musikern reist, gerade in Staaten, wo ich ja die ganzen Jahrzehnte über viel gemacht habe, dann merkst du schon, wo der Hase hinläuft. Du weißt, die schwarzen Musiker, Gott sei Dank, haben ein großes Selbstvertrauen und ein großes Selbstverständnis auch und sind auch, du musst schon, um den, sagen wir mal ganz simpel, um mitzuhalten oder auch ein Gegenpoint zu setzen, musst du schon arbeiten, musst schon da sein. Nicht? Jazzmusik in Europa war ja nach dem Kriege immer so eine Kopie von was passiert in Staaten. Und Gott sei Dank in den 60er Jahren haben sich diese Verhältnisse ja unbedingt zum Positiven verschoben auch. Bloß es ist einfach so, wenn du unterwegs bist mit Leuten, die du magst, die dich auch fordern, und es geht um die Challenge immer, und auf der Bühne zu sein, es ist kein freundliches auf die Schulter klopfen, es ist harte Arbeit, es ist auch ein Fight. Du musst dir auch angewöhnen, dir nichts gefallen zu lassen. Das heißt, du musst schon kräftig dagegen halten. Und ob dann schwarz, weiß, Mann, Frau, das ist eine äußerst sekundäre Frage. Ich habe auch von Anfang an in meiner Musikkarriere viel mit Frauen zu tun gehabt. Also das war überhaupt nicht die Frage, kann das sein, darf das sein, muss das sein. Also ich habe das immer nur entschieden, mit wem habe ich was zu tun, wo habe ich was gegenzusetzen, was kann man zusammen erreichen. Und darum geht's. Thank you.
das Alter spielt ganz gewiss, allein von der physischen Möglichkeit spielt eine große Rolle. Ich kann mich erinnern, eins der letzten Miles Davis Konzerte, da waren wir zufällig im selben Hotel untergebracht in Berlin und Miles ging durch den Flur mit so Stützen, mit so einem Rolli im Endeffekt. Und abends auf der Bühne war er wie neugeboren. Oder eins, bevor Sonny Rollins aufgehört hat zu spielen, im Konzert in, wo war das, irgendwo in Norwegen, auf der Bühne 2 Stunden lang gearbeitet, gespielt, wunderschönste Musik gemacht. Und dann traf ich ihn nächsten Morgen am Flughafen und er saß im Rollstuhl und konnte kaum noch was von sich geben. Also ich merke das an mir selbst. Man ist es ja gar nicht gewohnt, so zu registrieren. Jetzt ist der Körper so alt, wie er ist, aber das ist nun mal so. Also ich habe auch darüber hinaus seit 20 Jahren ein Lungenproblem, so ein richtige COPD nennen die, ja, ist das, also Lungenemphysem und sowas. Und das macht das Reisen schwierig. Das macht manchmal, musst du wirklich versuchen, Tiefluft zu holen, um überhaupt noch was auf die Beine zu stellen. Und ja, also ich könnte auch jede Menge von Kollegen anführen, die das beispielhaft bis zum Ende gemacht haben. Oder einer meiner Trommler, mit denen ich seit 1980 regelmäßig gespielt habe, Milford Graves, ist gerade gestorben vor ein paar Monaten. Und der hat bis zum letzten Moment versucht, was zu tun. Nicht, also aufgeben geht auch nicht. Also wie gesagt, vorhin gesagt, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten im Augenblick mit der Gesundheit, mit der Atmung. Also das ist schon ernsthaft und ich, also im Augenblick könnte ich nicht unterwegs sein und spielen. Das heißt, ich brauche ein bisschen Zeit, um abzusehen, auch ein bisschen mehr Training wieder, ein bisschen mehr Arbeit an der Sache. Aber ich weiß ja nicht, wie sich meine Lunge weiterentwickelt. Ich war allerdings neulich mal wieder bei meinem Spezialisten und er sagte, glücklicherweise hat sich in den letzten 4 Jahren nichts verschlechtert. Bloß ich merke es, vielleicht hat es auch einfach mit dem Älterwerden zu tun. Ich merke es im Augenblick, hätte ich meine Schwierigkeiten. Wie das in 2 Monaten ist, weiß ich nicht. Hoffe ich, dass es wieder geht. Aber ich habe auch keine Lust, auf irgendeiner Bühne zu stehen und zu sagen, was ist das? Was ist das? Also wenn, dann schon 100%ig oder gar nicht. Als diese große Pause anfing, dann kam nach ein paar Monaten der Körper mal richtig zur Ruhe und dann kamen all die Dinge, die während der vielen Arbeit, der Reiserei, der Körper hat nie Zeit irgendwie Dinge zu zeigen, die eigentlich da schlummern. Und da muss ich doch sagen, da habe ich mal so in den letzten Monaten gemerkt, ich bin so alt, wie ich bin. Nicht? Sonst meint man ja immer, alles geht. Und auf einmal geht das eine oder andere eben nicht. Das ist schwierig für einen, der sein Leben lang immer alles selbst gemacht hat.